Hallo, mein Name ist Aquila, willkommen zu Victoria 3. Das Spiel ist eben gerade erschienen, vor wenigen Minuten, und ich stürze mich direkt darauf. Ich hatte leider keinen Vorabzugriff bekommen, dementsprechend konnte ich es auch bislang noch nicht anspielen, aber das passiert eben jetzt genau und hier. Ich habe mich natürlich trotzdem im Voraus über das Spiel ausgiebig informiert. Ich habe dem Entwicklungsprozess äh, oft zugeschaut und äh, habe dementsprechend hoffentlich etwas Wissen zum Start, aber natürlich werden wir das hier gemeinsam lernen. Das heißt, wir werden hier gemeinsam reinstarten. Wir wissen alle noch nicht so viel. Das das Spiel ist sehr komplex, wirklich. Also, das müsste das mit Abstand komplexeste ähm, Paradox-Game sein, das wir so in der neuen Zeit jetzt haben. Und äh, dementsprechend bin ich wirklich sehr gespannt darauf, das mit euch gemeinsam hier zu erkunden. Übrigens, ich finde einfach Wikipedia extrem toll. Ist einfach ein super Wortspiel. Aber wir werden jetzt erstmal in ein neues Spiel uns stürzen. Und da gibt es verschiedene Ziele, die man auswählen kann. Das sind quasi Tutorials plus mehr oder weniger. Die will ich eigentlich gar nicht machen. Ich würde ganz gerne direkt in das normale Spiel starten. Ich weiß nicht genau, welche Implikationen sowas hat, aber ich denke, wir fangen einfach mal an mit der sogenannten Sandbox. Das heißt, wir werden einfach uns ein Freispiel machen, in dem wir tun und lassen können, was wir wollen. Und ich habe einen ganz besonderen Plan für dieses Projekt, denn natürlich werden sich jetzt viele stürzen auf die üblichen Verdächtigen. Das heißt Preußen, Frankreich, Großbritannien, die USA, Russland, Japan... Natürlich die Länder, die sehr spannend sind, die sehr stark sind, die eine sehr aktive und auch sehr aggressive expansionistische Geschichte haben in diesem Zeitraum 1836 bis 1936. Aber ich würde gerne mich an etwas anderes heranwagen. An eine Region, die hier sehr oft ignoriert wird, aber die, wie ich finde, auch trotzdem sehr spannend ist. Und diese Region ist Südostasien und das Land ist Siam, das heutige Thailand. Und ich denke, das hier könnte wirklich sehr spannend sein, denn wir haben verschiedene Dinge, auf die wir am Anfang achten müssen. Wir haben zum einen die ewige Feindschaft mit Vietnam, mit Burma. Und natürlich später auch noch dann der Einfluss aus Europa, der hier stärker und stärker wird. Die Europäer sind bereits da, die sogenannte Ostindien-Kompanie hat hier bereits Länder an unserer Grenze. Die Briten werden sich hier weiter ausbreiten, die Niederländer werden weiter sich ausbreiten, die Franzosen werden nach Asien schauen und natürlich hat auch Ching und Japan, die haben hier gewisse territoriale Ansprüche und wollen natürlich auch als lokale Macht hier wahrgenommen werden. Dementsprechend müssen wir uns hier gleich in verschiedene Richtungen umschauen und auch relativ rasch entwickeln, damit wir eine Chance haben, uns hier irgendwie noch in die Zukunft retten zu können. Natürlich hat Siam das historisch geschafft. Sie haben zwar viel Land lassen müssen, gerade an Frankreich, aber auch an die Briten, konnten aber trotzdem insgesamt ähm, unkolonisiert und unabhängig aus der ganzen Sache rauskommen. Ähm, natürlich war das schwer, aber sie haben es geschafft. Und dementsprechend würde ich gerne zum einen versuchen, mindestens das zu erreichen. Aber auch würde ich gerne versuchen, unser Land vielleicht sogar noch etwas weiter zu entwickeln, als es das historisch getan hat. Das heißt, ich würde gerne versuchen, eventuell sogar Burma und Vietnam vor dem europäischen Imperialismus zu bewahren, wenn das möglich ist, wenn wir da irgendwie Einfluss gewinnen können, wenn wir dort lokal vielleicht sogar Land äh, gewinnen können. Und ich würde gerne versuchen, ähm, Siam ähm, zu einer ernsthaften regionalen Macht auszubauen. Das heißt, wir sollen konkurrieren können mit China, wir sollen konkurrieren können mit den Niederländern, mit Frankreich und auch mit der Ost-Indien-Kompanie, um eben uns hier nicht von den Europäern irgendwas diktieren lassen zu müssen, aber auch eben um unsere Unabhängigkeit vor all diesen regionalen Mächten sichern zu können. Und dann werden wir eben schauen, was passiert. Wir wollen auf jeden Fall sicherstellen, dass unseren, unseren Menschen gut geht, unsere Bevölkerung soll glücklich sein, sie soll versorgt sein, niemand soll leiden müssen. Und das sind natürlich sehr große Ziele, gerade für eine erste Runde, gerade auch für eben diese Region. Aber ich denke, wir können all das schaffen. Und deshalb würde ich sagen, fangen wir hier gleich mal an. Wir wählen Siam aus. Wir sehen, dass wir ein BIP von 1,65 Millionen haben. Das ist schon mal nicht zu schlimm. Wir vergleichen das mal mit Europa und sehen dann aber dass da natürlich deutlich mehr ist. Die Briten haben 52 Millionen, aber wir sind zumindest nicht furchtbar schlecht. Das kann man durchaus akzeptieren. Wir haben knapp 4 Millionen Menschen im Land. Wir haben Ackerland. Wir haben eine gerade mal 20-prozentige Alphabetisierungsrate. Für die damalige Zeit nicht ungewöhnlich. Wir sind eine absolute Monarchie. Und wir führen keine Kriege, aber wir haben dafür zwei Vasallen. Ähm, und das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben hier also eine lokale Vorherrschaft. Und wir haben auch einen Tributgeber. Luang Prabang äh, muss uns Tribut zahlen. Und wir haben einen Waffenstillstand mit Vietnam. Und äh, damit würde ich sagen, ja, beginnen wir einfach mal diese Runde. Victoria 3 als Siam. So, und äh, da sind wir auch schon drin. Ne? Ich mag übrigens sehr gerne, wie die Karte hier funktioniert, mit dem Reinzoomen dann in die lokale Ansicht und dann diese große Weltkarte finde ich extrem schön gemacht. Also, wir sind Siam, wir klicken auf unser Land und wir schauen erstmal uns an, was wir hier alles so haben. Wir haben den siamesischen Markt, der besteht aus uns und vermutlich auch, genau, aus unseren ähm, Teilnahmeländern äh, Chiang Mai, Luang Prabang und Champasak, das sind unsere Vasallen und Tributgeber, das heißt, diese lokale Region hier, das ist unser Markt. Der Markt funktioniert folgendermaßen und zwar hat hier jedes Land oder jede Region ihren Markt. Die Märkte können aber natürlich auch überregional existieren, das heißt zum Beispiel der britische Markt, der beinhaltet auch Kanada und deren Kolonien. Dementsprechend können quasi Ressourcen, die in diesem Markt produziert werden, auch in diesem Markt gehandelt werden. Dementsprechend können lokale Unternehmen dann diese Ressourcen beanspruchen und damit dann produzieren und die Menschen können sich dort ihre Ressourcen, die sie zum Leben benötigen, einkaufen. Man kann also auch Zollunionen bilden. Zum Beispiel gibt es in Europa hier den preußischen Markt, der besteht auch aus vielen der kleinen deutschen Staaten und hat somit deutlich mehr Kraft, als es nur mit Preußen hätte. Wir könnten natürlich auch einem Markt beitreten, zum Beispiel dem chinesischen Markt, aber das wollen wir gar nicht. Wir wollen ja gerne unabhängig bleiben und uns nicht hier irgendwie als kleiner Member eines Marktes einordnen müssen. Unser Markt hat aktuell auch Preise. Wir sehen hier, dass zum Beispiel der Getreidepreis aktuell niedriger ist als der normale Preis. Das ist schön. Das heißt, Menschen können sich ihre Nahrung deutlich billiger kaufen. Wir haben dafür eine leichte Erhöhung hier im Dienstleistungssektor. Die Möbel sind aktuell auch ziemlich teuer, genauso auch Kleidung. Und dann sehen wir hier Luxuswaren wie zum Beispiel Porzellan, Luxusmöbel und Luxuskleidung sind extrem teuer, plus 75 Prozent, weil wir da einfach kein gutes Angebot haben. Wir produzieren da nichts. Das heißt, wir können da nicht viel mehr tun. Produktion ist auch das nächste große Stichwort, denn wir haben Gebäude und da bin ich mal gespannt zu sehen, was wir hier eigentlich alles so haben. Wir haben zum einen Stadtzentren, da wird quasi gelebt und gekauft und auch beschäftigt, also gibt es auch Leute, die dort arbeiten. Wir haben Regierungsverwaltungsgebäude, die sind wichtig für unsere Machtpunkte, dazu komme ich gleich, für unsere Bürokratie. Und wir haben Angkor Wat, das gibt uns Prestige. Schön. Also, wir haben quasi diese antiken Ruinen und die geben uns hier Prestigepunkte. Okay, gut zu wissen. Und dann haben wir hier potenzielle Stadtgebäude, das ist alles sehr schön. Wir haben aber auch hier ländliche, ähm, äh, ländliche Dinge. Wir haben hier Reisfelder, äh, die für uns produzieren. Da haben wir Level 3. Ähm, wir haben auch Sklaverei, sehe ich gerade. Oh je. Ähm, wir haben auch Viehhöfe, Opiumplantagen. Wir haben Teeplantagen. Tabakplantagen, Bananenplantagen, Fischereianleger und Subsistenzhöfe. Da haben wir 221 von nicht wundern. Das ist nichts wirklich Wichtiges. Die entstehen quasi automatisch, wenn ihr Bevölkerung habt, die sich nicht ähm, irgendwo einen Job holen kann, wenn es keine Arbeit gibt. Die bringen sich einfach selbst über die Runden. Die haben ihre kleinen lokalen Gebiete an Land und dort bauen sie eben an, was sie brauchen. Und noch ein bisschen extra, das auch auf den Markt einfließt. Also nichts weiter. Ähm, wichtiges aber diese ähm, sind eben dazu da dass sie sich selbst einfach versorgen können und so ein bisschen was an Ressourcen verkaufen können das ist kein sehr angenehmes leben im vergleich zu ähm, einem leben in dem sie ein, ein, ein gutes geld erwirtschaften aber trotzdem können sie damit leben und auch ein paar Ressourcen uns zur Verfügung stellen ähm, diese ähm, höfe wollen wir aber langsam Loswerden, zumindest wollen wir langsam den Menschen dort Arbeit bieten können. Das heißt, sie bräuchten dann diese Höfe nicht mehr und können dann produktiv arbeiten in unseren Betrieben. Wir haben auch Entwicklung, wir haben Kasernen, wir haben hier 45 insgesamt totale Größe. Dort werden Truppen generiert, wir haben auch Einberufungszentren und Bauvorhaben haben wir aktuell keine. Unser Militär, wir haben 45 Bataillone an äh, Berufssoldaten, das ist gar nicht mal so verkehrt, das ist durchaus äh, etwas. Ähm, natürlich ist die Ausrüstung eher schwierig, ähm, aber wir wollen auch noch, noch gar keinen Krieg führen am Anfang. Wir haben ja auch eh einen Waffenstillstand mit Vietnam und die Europäer haben hoffentlich gerade andere Sorgen als uns. Das heißt, da werden wir erstmal nicht mehr reinschauen, wir haben auch keine ähm, Flottillen, also keine Seeverteidigung. Das war natürlich auch zu erwarten. Und wir haben unser Etat, das ist aktuell... Sehr solide. Wir haben 9.000 pro Monat. Das ist nicht verkehrt. Wir haben Goldreserven im Wert von 165.000. Auch das ist nicht schlecht. Wir haben keinen Investitionsfonds und die größten Ausgaben gehen ins Militär. Macht Sinn. Aber da können wir ja theoretisch auch erstmal noch sparen für den Anfang. Wir haben keine Verbrauchsteuern. Wir haben eine mittlere Besteuerungsstufe. Das ist alles okay. Und ja, wir bauen noch nicht. Das heißt, wir haben aber trotzdem ein ganz gutes Budget, um dann doch mal direkt anfangen können auch zu bauen. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Was wir auf jeden Fall bräuchten, wäre ein Bausektor. Denn da haben wir, glaube ich, gerade keinen, so wie ich das sehe. Wir haben keinen Bausektor, genau. Wir haben keinen, wir haben keinen Bausektor in unserem Land. Das heißt, wir haben keine bewusste spezifische Bauindustrie, die dann aktiv Gebäude bauen kann. Dementsprechend wäre es keine schlechte Idee, mal damit anzufangen und die ersten Bausektoren zu eröffnen. Wir können übrigens auch unsere Provinzen uns einmal direkt anschauen. Hier diese einzelnen Staaten, diese einzelnen Gebiete. Und da können wir uns auch die Bevölkerung ansehen, die übrigens wirklich sehr, sehr detailliert dargestellt ist. Bevölkerung hat hier ihre eigenen Repräsentanten, die sogenannten Pops. Und die repräsentieren quasi eine... Bevölkerungsart, also diese Art von Religion mit der Art von Kultur, dieser Art von äh, Beschäftigung, mit diesem Wohlstand, mit diesen Interessen, das sind quasi Pops. Das sind einfach ähm, die Repräsentanten der Bevölkerung in unserem Land, in unseren Staaten. Und die haben alle ihre gewissen Interessen, die haben ihre gewissen Kulturen, ihre Alphabetisierungsrate, ihren, äh, ihr, ihr Standing zu uns, also ihre Meinung von uns, ihre Wünsche und so weiter. Und da kann man wirklich extrem tief eintauchen. Ich. Überblicke das noch nicht 100%, aber wir werden unser Bestes geben, das zu tun. Ähm, natürlich haben die alle ihre Wünsche, die wir auch erfüllen sollten, idealerweise. Das hier sind jetzt hier Kleriker, also ähm, Kleriker der laoischen Kultur, ähm, die ähm, unserer Religion angehören. Ähm, davon gibt es hier insgesamt äh, 31.000 und äh, die haben eine leidlichen, einen leidlichen Lebensstandard, also keinen so guten. Die sind eher verarmt geht es hier bei uns nicht ganz so gut, aber das ist natürlich auch größtenteils Standard. Generell ist der Lebensstandard hier bei uns in der Provinz hier darbend. In ähm, Bangkok, unserer Hauptstadt, verarmt, ähm, generell eigentlich überall verarmt. Also es geht uns hier nicht unbedingt zu gut und hier in der Provinz sogar noch deutlich schlechter als im Vergleich zum Rest. Wir haben also viel, viel, das wir tun müssen. Ich sehe auch gerade, dass unsere Staaten hier nicht inkorporiert sind. Das heißt, die Staaten hier sind nicht wirklich Teil unseres Landes und eher so Kolonialgebiete, könnte man sie nennen. Natürlich für uns eigentlich keine Kolonialgebiete, aber trotzdem gehören sie quasi nicht direkt zu unserem Kernland. Das müsste man noch ändern. Man könnte das machen für ein bisschen Bürokratie. Würde dann, äh, dann den Staat inkorporieren. Ähm, das wäre vielleicht keine schlechte Idee, das auch mal zu tun. Ähm, aber fürs Erste würde ich sagen, fangen wir an, indem wir in unseren Provinzen mal den Bausektor bauen wie geplant und ich denke das machen wir am besten da wo unsere Menschen am meisten leben obwohl das vielleicht auch für diese Provinz hier Nakhon Ratchasima nicht verkehrt wäre um da ein bisschen mehr Wohlstand reinzubringen das heißt wir bringen dort quasi Jobs in die Region und bezahlen unsere aus unserem eigenen Geld eben die Gehälter und können dadurch hoffentlich ein bisschen mehr Wohlstand hier reinbringen den Menschen ein bisschen Geld zurückgeben fürs erste ich denke, das wäre keine schlechte Idee. Das heißt, Gebäude, wir werden mal hier bauen, ein Bausektor. Und das dauert elf Wochen, das kostet ein bisschen Geld, das sollte okay sein. Und dann können wir da zumindest nochmal anfangen, so ein bisschen was an Bauindustrie aufzubauen. Wir könnten auch gleich noch einen zweiten bauen. Wir sehen übrigens hier, dass wir arbeitslos hier in diesem Gebiet 7000 haben. Und ein Bausektor benötigt, wenn man das nachsehen kann hier, das müssten wir hier sehen können benötigt, ähm, zeigt er jetzt aber leider nicht an hier, das ben der benötigt Menschen, aber das wird gerade nicht angezeigt, weil wir keinen haben. Wenn ich das so sehe, können wir uns da Details anschauen oder vielleicht Werte pro Stufe, das würde vielleicht helfen. Ähm, ja genau, Werte pro Stufe zeigt uns, dass hier 4000 Arbeiter benötigt werden, 500 Büroangestellte und 500 Bürokraten. Also tatsächlich 5000 Leute würden dort arbeiten in einem dieser Gebäude und dementsprechend hätten wir bereits mit einem Level schon fast alle Arbeitslosen hier aktiv äh, eingebunden. Aber es gibt ja auch noch die Bauern und die würden natürlich auch dann diese Jobs an. Diese Bauern arbeiten aktuell auf den äh, Subsistenzhöfen. Das heißt, die würden dann auch diese Jobs nehmen können. Aber natürlich haben die nicht alle die Ausbildung, die eventuell für den Job eines Bürokraten ausreicht zum Beispiel. Also da muss man schon aufpassen, dass man seine Bevölkerung zum einen nicht überstrapaziert mit zu vielen äh, Jobs, die offen sind für zu wenige Einwohner, aber auch, dass man ein Auge darauf hat, wie die Bildung eigentlich ist und ob die Leute überhaupt diese Jobs arbeiten oder annehmen können, ob die es überhaupt können. Denn das ist für uns gerade auch ein großes Problem, denn unsere Bildung wird vermutlich nicht die beste sein. Wir schauen mal kurz auf die Gesetze und sehen, dass wir keine Schulen haben, kein Gesundheitssystem. Das ist schwierig. Wir haben Leibeigenschaft, Kinderarbeit, Vormundschaft, keine Sozialhilfen, Schuldsklaverei. Eieiei. Also da müssen wir viel tun. Das wird nicht leicht. Ich würde gerne mal schauen, ja, Schulen, das wird schwierig. Da müssten wir was beschließen, aber das will aktuell niemand. Das heißt, da können wir nichts machen. Unsere Politik selbst wird aktuell bestimmt von den Grundbesitzern. Auch das ist nicht 100% ideal. Ähm, wir haben hier noch Mönche, unsere Streitkräfte und die Landbewohner. Das sind quasi die verschiedenen, ähm, die verschiedenen Gruppen in unserem Land, die verschiedenen Interessensgruppen und Parteien, die wir haben. Und ähm, da müssten wir halt schauen, ob wir da andere Leute reinbekommen können. Aber leider wird uns hier niemand sehr helfen. Ähm, das wird natürlich schwierig. Regierung, genau. Die Mönche haben ja 24% in der Opposition. Ähm, was haben die denn so für diesen frommen? Die sind patriarchisch und äh, Moralisten. Die äh, sind sehr gegen die Trennung von Staat und Kirche. Die sind gegen Multikulturalismus. Die billigen Überlegenheit. Okay, neutral gegenüber Ethnostaat. Okay. Ähm, die billigen auch Zensur, die billigen die Vormundschaft. Also die wollen wir eigentlich nicht haben, so konkret. Sie sind immerhin für Krankenhäuser und Kirchenschulen, ähm, aber gegen öffentliche Schulen und Privatschulen. Die Streitkräfte ähm, haben jetzt auch nicht wirklich irgendwas, was wir konkret bräuchten. Äh, sind für Polizei, ähm, gegen Meinungsfreiheit, also nichts, was uns hier wirklich hilft. Ähm, Akkarismus, na gut. Ähm, die sind hier, ähm, die sind gegen Schuldsklaverei. Und sie äh, billigen geschlossene Grenzen. Verstehe. Und die ähm, Grundbesitzer werden auch nicht äh, extrem viel besser sein. Die sind hier für die Monarchie. Ähm, na, das ist äh, nicht so ideal. Was haben die sonst noch so? Ähm, stratokratisch. Keine Sozialhilfen. Leibeigenschaft. Ja, also wir werden hier auf jeden Fall... Ähm, viele Wege gehen müssen. Das wird nicht leicht, aber ich denke, wir können das schaffen. Wir müssen zunächst mal erstmal unsere Wirtschaft in, in, in Gang bringen, bevor wir dann irgendwie da auch eventuell gegen die Interessensgruppen dann die ersten Gesetze durchbringen können. Das wird sich dann zeigen, ob das möglich ist. Wir werden es sehen. Bangkok, ähm, da könnten wir auch was bauen. Da haben wir jetzt 390.000 Bauern. Ähm, was wir natürlich mal machen könnten, wäre einen Blick werfen nochmal auf den Markt. Und wir schauen mal, was hier gerade viel wert ist. Wir sehen gerade hier zum Beispiel Kleidung. Kleidung ist gerade teuer, das heißt zum einen müssen Menschen die Kleidung haben möchten, viel dafür bezahlen, das ist nicht ideal, das heißt sie werden dadurch ärmer, sie müssen ihre Kleidung für viel Geld kaufen, haben dadurch nicht mehr viel Geld übrig für ihren Rest des Lebens, für ihre Nahrung, für ihre Luxusgüter und sind dadurch eher verarmt oder können sich gar keine Kleidung leisten, was das Schlimmste wäre. Und ähm, Kleidung wäre aktuell ähm, deutlich lukrativer zu produzieren als zum Beispiel hier irgendwie Spirituosen. Die sind gerade sehr billig, das heißt ein neuer Spirituosenproduzent würde vermutlich keinen großen Profit machen ähm, und würde den Markt nur weiter übersättigen. Dementsprechend wäre eventuell eine Kleidungs- oder Möbelindustrie eine ganz gute Idee. Wir könnten uns auch Porzellan oder so äh, annehmen, aber das wäre, glaube ich, zu schwer für uns zu produzieren. Das heißt, ich schaue mal, was gerade in Bangkok so möglich wäre an Industrien. Es gäbe hier auch Bananenplantagen, Viehhöfe, Baumwollplantagen, Opiumanlagen, alles sehr schön. Ähm, Bausektor bauen wir bereits. Wir könnten ein Holzfederlager bauen. Das würde zwar auch 5000 Menschen benötigen, aber würde zum einen Urbanisierung ähm, äh, zutragen. Und wir könnten natürlich auch dann hier ähm, Holz produzieren. Ähm, das wäre vielleicht nicht schlecht. Wir haben aber noch keine produzierende Industrie hier leider. Das ist für uns das Problem. Wir haben noch keine ähm, weiter aufrüstbaren Gebäude, also keine verarbeitende Industrie hier. Wir haben keine, keine Möbelmacher, keine, keine ähm, Nahrungsproduzenten, also irgendwelche größeren Nahrungsindustrien. Wir haben keine Luxushersteller. Ähm, wir haben hier wirklich nur die, die basic produzierenden Industrien. Das heißt, wir müssen uns hier einfach auf das konzentrieren, was wir am besten tun, nämlich einfach das produzieren, was wir hier lokal anbauen können. Ähm, das heißt, wir schauen mal auf Bananen oder Früchte. Die sind aktuell auch sehr billig. Das heißt, ich fürchte, wir können gerade nichts wirklich sehr gut und, und ähm, ja, teuer verkaufen. Dementsprechend würde ich sagen: Bauen wir einfach mal irgendwas Simples. Ähm, wir könnten hier einfach mal Seidenplantagen. Klingt auch nicht schlecht. Seide ist sicher auch nicht verkehrt. Seide könnten wir produzieren. Kann man da schauen, wie der Preis ist? Ähm, wir haben keine Produktion, also wir könnten es durchaus machen. Ähm, braucht natürlich. Auch Kleriker spannenderweise, ähm, Landwirte sollten wir alles hinbekommen, 100 Aristokraten, viel, also viel Beschäftigung auf jeden Fall. Ähm, ich würde es einfach mal tun, ich weiß nicht, ob das schlecht ist, aber wir können es ja mal tun, einfach um es getan zu haben. Nahrung scheint ja gerade kein größeres Problem zu sein, also machen wir das mal. Und äh, dann schauen wir mal in die Diplomatie. Wir können es nämlich auch hier sogenannte Interessen erklären. Und ähm, das heißt quasi, dass wir lokal sagen können, okay, diese Region wollen wir für uns irgendwie als interessant markieren, da würden wir gerne aktiv sein, da würden wir gerne irgendwie in der Zukunft mal schauen, ob wir da was erobern können, wir würden zumindest gerne informiert werden über lokale Happenings und äh, dafür ist eben äh, dieses Interessenserklären wichtig. Das heißt, da würde ich vielleicht ganz gerne mal schauen, ob wir das machen sollten. Ähm, was passiert denn da? Ähm, das ist hier in... Indochina, das ist hier in die Region. Muss ich gerade nochmal verstehen, wie das funktioniert. Wir sind hier neben Regionalmacht in Interesse. Ah, okay, so geht das. Okay, ich verstehe. Ach so, genau. Wir haben unser Interesse quasi hier in unserer Region, Südostasien, ähm, oder Südchina hier benannt. Ähm, wir könnten jetzt auch Interessen markieren in hier oben in Ching. Wir könnten nach Indien schauen. Aber ich denke, so ist das erstmal okay. Das kostet, glaube ich, auch... Ähm, Bürokratie oder Diplopunkte. Wir könnten eine, ein Interesse markieren. Wir könnten mal nach so ja, Indonesien und die Philippinen schauen. Das würde nicht verkehrt sein. Aber brauchen, täten wir es eigentlich nicht. Das heißt, da halten wir es erstmal zurück. Wir haben hier eine Rivalität mit, ähm, mit Dainam Und da können wir auch mal reinschauen gleich. Und wir sehen, dass die auch 55 Bataillone haben. Das heißt, die sind ähm, ähnlich stark wie wir. Wir haben 45. Ähm, das heißt, die sind sogar stärker und können auch mehr noch einberufen. Sie haben ein doch deutlich höheres äh, Bruttoinlandsprodukt. Sie haben auch deutlich mehr Menschen. Äh, eine gleiche Alphabetisierungsrate. Dafür eine leicht schlechtere Bevölkerung, glaube ich. Alle Darbend. Waren wir auch alle Darbend? Das weiß ich gerade nicht mehr. Wir sind... Ah, okay, wir sind auch Darbend. Nevermind. Ähm, also sie sind quasi... Also sie sind sehr ähnlich, aber sie sind etwas stärker. Ist natürlich für uns nicht ganz ideal. Aber wir haben den großen Vorteil, dass wir natürlich auch unsere Vasallenstaaten haben. Chiang Mai zum Beispiel ist ein Vasallenstaat, die haben 10 Bataillone, ähm, ein BIP von 331.000, knapp eine Million Menschen. Ähm, Laos äh, muss uns ja, ähm, oder Long Prabang muss uns ja, glaube ich, nur Geld bezahlen, ist kein Vasall, ähm, haben immerhin 8 Bataillone und äh, Champasak ähm, besitzt selbst 3 Bataillone. Das heißt, mit unseren Vasallen zusammen sind wir stärker als ähm, Dainam, aber es gibt ja auch noch Burma. Und Burma war auch ein historischer Feind von äh, Siam, ähm, bis sie dann von den Briten übernommen wurden. Äh, die haben auch 50 Bataillone, also wir sind tatsächlich sogar das schwächste Land, gemessen an sowohl Wirtschaftsleistung als auch an militärischer Stärke in dieser Region im Vergleich zu den zwei anderen Großen. Also Burma und Dainam sind uns theoretisch überlegen, wir haben zumindest mehr Menschen als Burma, ganz knapp, aber auch nicht sehr viel. Bevölkerung können wir uns auch anschauen, da ist ein projiziertes Wachstum von 0,27% drin, also plus 10.000 pro Jahr, das ist jetzt nicht sehr viel, das kriegen wir sicher aber ganz gut noch erhöht, wenn unser Lebensstandard sich erhöht, und das wird wichtig sein, denn der ist gerade nicht ideal, auch unsere Alphabetisierung würde ich gerne erhöhen und unser BIP sollte dann ganz von selbst kommen. Genau, das heißt, wir bauen erst erstmal hier unsere Gebäude. Wir werden dann schauen, was sich da weitermachen lässt. Wichtig dafür wird es sein, dass wir Technologie erforschen. Da gibt es hier drei verschiedene Bäume, Produktion, Militär und Gesellschaft. Und dort müssen wir natürlich schauen, worauf der Fokus liegt. Und ich denke, der liegt am Anfang nicht auf Militär. Einfach, weil wir da ja safe sind, dank unserer Vasallen. Da sollte uns keine Gefahr drohen aus Vietnam und aus Burma. Ich denke mal, die halten sich fürs Erste zurück, ist ja auch ein Waffenstillstand da. Und äh, Qing wird erstmal andere äh, Faktoren haben, die sie bedenken müssen. Die Briten vor allem, die ja da ihren Opiumhandel durchsetzen wollen. Und die Europäer, die werden erst wirklich interessant, so in die nächsten 20, 30 Jahren. Am Anfang des 19. Jahrhunderts war Siam sehr isoliert, ähm, einfach aus Selbstschutz von Europa. Sie haben da wirklich nicht viel hingeschaut. Die wollten lokal einfach gegen Vietnam und gegen Burma bestehen. Haben sie auch geschafft. Es gab viele Kriege zwischen Siam und äh, Burma und äh, Dainam. Und alle endeten damit, dass Siam zwar. Theoretisch mehr oder weniger gewonnen hat, meistens, oder zumindest neutral rausging, aber es gab keine größeren Gebietsveränderungen. Es gab mal diese ganzen Vasallenstaaten, also die Vorschaft in Laos und Kambodscha zum Beispiel, war sehr wichtig, aber ultimativ wurde nicht viel verändert. Es konnte keiner wirklich immer die lokale Dominanz erobern. Wie man eben auch daran sieht, dass sie alle sehr, sehr gleich stark sind. Ne? Klar, das ist also alles sehr ähm, ähnlich. Wir schauen also auf die äh, Forschung und sehen, dass wir da wirklich nicht sehr viel bislang, ähm, bislang ähm, erforscht haben. Wir haben hier die ähm, Maschinen, die wir erforschen könnten. Baumwollplantagendurchsatz, plus 25%, nicht schlecht. Dann kämen auch Drehbänke, würde uns dann Färbereien freischalten. Konservenfabriken, äh, Technik wäre dann möglich danach, okay. Wir haben äh, Destillation, das würde uns äh, ja, verschiedene Dinge bringen, die wir nicht unbedingt bräuchten. Atmosphärische Dampfmaschinen, Motorenwerke, okay, ähm, auch spannend. Eisenbahnen wären dann auch äh, weiter möglich hier unten mit dem Wasserrohrkessel. Ähm ich verstehe, ich verstehe. Intensiver Ackerbau. Ja, schwierig. Intensiver Ackerbau klingt aber ganz gut. Es könnte nämlich zum einen Chemiefabriken freischalten, spannenderweise, aber auch ähm, neue Produktionsmethoden freischalten. Das habe ich auch noch nicht gezeigt. Es gibt in den Gebäuden Produktionsmethoden, die man auch aufrüsten kann über die Zeit. Also einzelne Gebäude können über die Jahre dann mit neuer Technologie sich weiterentwickeln und stärker werden, besser produzieren, mit weniger ähm, benötigten Jobs, mit äh, weniger benötigten Ressourcen, dafür mehr da rausholen. Also man kann quasi die Effizienz der Gebäude über die Zeit erhöhen. Ähm, das heißt, ein intensiver Ackerbau wäre gerade am Anfang für uns, da wir ja sehr, sehr agrarmäßig aufgestellt sind, vielleicht keine so schlechte Idee. Ähm, das würde ich eventuell sogar direkt mal in Angriff nehmen. Ja, das dauert vier Jahre, das ist lang, weil wir keine gute Bildung haben, keine guten Universitäten oder gar keine Universitäten. Das heißt, äh, da sind wir sehr äh, beschränkt, aber ich denke, das ist ein guter erster Schritt. Militärisch, ähm, ja, da brauchen wir eigentlich nichts. Ähm, Wehrpflicht. Das können wir fürs Erste vergessen. Schiffe sind auch eine weite, weite Zukunftsträumerei. Da wird nicht viel passieren. Und ähm, ja, Gesellschaft wäre auch schön. Ähm, Hochschulwesen wäre schon wichtig. Dauert 23 Monate. Universität, ja. Hmm. Und auch Gesetze. Vielleicht wäre es doch schlauer, zuerst das zu machen. Zuerst die Bildung. Das heißt, wir bilden einfach die Bevölkerung, wir, wir ermöglichen einen freien Zugang auch zur Bildung äh, für alle und äh, können dann hoffentlich langsam auch Dinge abbauen wie eben diese patriarchale Gesellschaftsordnung, wie ähm, die Versklaverei ähm, von, von Menschen, wie ähm, der, das, 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 das Nichtwahlrecht oder die Nichtbeteiligung von Frauen an der Gesellschaft und dadurch dann eine gerechtere Gesellschaft aufbauen, aber auch eine Gesellschaft mit mehr Chancen, also eine Gesellschaft mit mehr ähm, Bildung, mit mehr ähm, Möglichkeiten, Jobs anzunehmen. Das heißt, ich denke, Hochschulwesen wäre ein extrem guter Start für uns. Wir machen das doch lieber. Wir nehmen doch lieber Hochschulwesen, das dauert auch nicht so lange und dann können wir unser gutes Geld investieren in die Bildung. Übrigens hier unten, das sind hier die sogenannten Dinsen, die Kameramodi. Ähm, die sind auch sehr spannend. Da kann man hier sich anschauen allerlei Kartenmodi zu verschiedenen äh, Dingen, die Märkte, ähm, Militär. Ne? Das ist noch nicht viel los gerade. Das ist alles ganz toll. Ähm, das will ich aber gerade alles gar nicht. Ähm, das heißt, wir schalten mal zurück auf. Ähm wir gehen das eigentlich auf uns selbst, quasi hier so, genau. Und ja, wir werden dann hier mal begutachten, eben was passieren wird. Sorry für diesen ganzen Talk am Anfang hier. Ich weiß, wir haben noch keinen einzigen Tag gespielt. Das ist natürlich daran, dass das Spiel einfach so viele verschiedene Faktoren hat, die man bedenken muss, so viele verschiedene Dinge hat, die wir hier am Anfang gleich mal einstellen müssen. Aber ich denke, wir können jetzt gleich mal loslegen. Ich hoffe, ich habe das meiste gezeigt, was man grob wissen muss. Wir klicken einfach mal auf Play. Und da läuft die Zeit. Und wir bauen hier unser Gebäude. Das dauert gerade noch ein bisschen. Elf Wochen. Und hier kommen bereits die ersten Nachrichten rein. Und zwar gibt es hier eine Rivalität zwischen Sizilien und den Briten. Es breiten sich Dinge aus, Maschinen, Raddampfer breiten sich auch aus. Das ist gut zu wissen. Und das ist für uns aber soweit alles nicht sehr wichtig, nicht von Belang. Das kann uns eigentlich egal sein. Wir haben übrigens auch hier äh, 656 Radikale. Ähm, das wäre mal gut zu wissen, warum. Wegen natürlich ja Lebensstandards, Diskriminierung, Sklaverei. Das ist hart. Das wollen wir auf jeden Fall bekämpfen. Ähm, da werden wir dran arbeiten. Äh, wir bauen weiterhin an unserem ähm, Gebäude hier. Das wird noch ein bisschen dauern, neun Wochen, okay. Ähm, wir könnten ja dann direkt einfach mal schon in Auftrag geben, die nächsten Dinge. Übrigens hier, ich mag diese, diese Diagramme hier. Ne? Das ist einfach wunderschön. Für Religionen, Kulturen, Thailändisch, Malayisch. Das ist einfach alles sehr toll. Auch die, die großen Gruppen, Grundbesitzer und. Huch, habe ich hier gerade gewechselt. Ja, wir haben hier wirklich nicht viele verschiedene Gruppen, ne? Primär einfach die Grundbesitzer, die Mönche und die Streitkräfte. Landbewohner dann haben wir ganz kleine Industrielle, wirklich nicht viele. Das ist eine sehr kleine Gruppe, 2300 Menschen. Ja, das ist hart. Wir bauen hier erstmal fröhlich weiter. Und ähm, schauen da mal, was wir noch genau so alles machen können. Aber damit würde ich sagen, war es das von dieser ersten Folge. Ähm, Habe ich jetzt versucht, schnell aufzunehmen, einfach noch für den ersten Tag. Ich wollte es einfach euch direkt zeigen, weil ich so aufgeregt bin auf dieses äh, Spiel. Ich muss ja sagen, ähm, Victoria 2 habe ich nie so wirklich mitbekommen, da war ich einfach noch zu jung für, das kam raus, da habe ich noch lange kein Internet gehabt und dementsprechend es auch nie wirklich erlebt. Und dann als ich es zum ersten Mal erlebt habe, kam auch schon direkt Hearts of Iron 4 raus, also eine ganz andere Welt an Qualität und somit habe ich es nie wirklich gespielt und dementsprechend diese Epoche hier auch lange nicht bespielen können in keinem Paradox Game und bin somit jetzt wirklich sehr gespannt darauf, das hier mit euch gemeinsam alles erkunden zu können. Somit hoffe ich, hat euch das alles hier gefallen. Es wird hoffentlich auch dann direkt äh, morgen weitergehen äh, mit der nächsten Folge. Und ähm, ich hoffe auch, dass wir gemeinsam was lernen können hier. Wenn ihr irgendwas für mich habt, irgendwelche Tipps für gerade auch Siam, für die Sachen, die ich bauen sollte, die Sachen, die ich in Angriff nehmen sollte, haut die gerne rein. Ich bin natürlich noch nicht erfahren. Ich, das ist meine erste Runde. Ich hatte keinen Vorabzugang auf das Spiel und äh, habe somit nur das lernen können, was wir aus den ähm, Dev-Streams mitnehmen konnten, aus den Tagebüchern mitnehmen konnten. Und äh, ja, somit bin ich hier auf einem selben Level, wie das ihr vermutlich auch sein werdet. Somit bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge.